Job Medica, Ihr zuverlässiger Arbeitgeber für Pflegekräfte und Erzieher in Dresden, präsentiert das Voting zum Dynamo-Tor der Saison 2020-21. Jule, du hast nach Aufstieg und Meisterschaft mit Dynamo gerade deinen wohlverdienten Urlaub hinter dich gebracht. Wir erwischen dich in Berlin. Was treibst du gerade? Genau, ich bin jetzt gerade mit meiner Familie, war jetzt die letzte Woche auf Kreta und habe da ein bisschen freie Zeit genossen und mich regeneriert. Und jetzt bin ich auf der Terrasse bei mir in Klado, bei meiner Familie. Wo du es dir gut gehen lässt, sieht sehr idyllisch da aus. Ja. Es ist sehr entspannt hier, Wetter ist gut und vielleicht geht's gleich mal noch an den See oder so, mal gucken. Sehr schön. Apropos gut, du hast dich bei Dynamo in der letzten Saison ja zum absoluten Leistungsträger entwickelt und auch 3 Tore beigesteuert zum Mannschaftserfolg. Das Schönste war nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz offensichtlich dein Treffer zum 1:0 am 16. Spieltag beim 4:1-Sieg gegen den SC Verl. Nimm uns einmal mit, wie du die Situation erlebt hast. Ja, war ein mega Moment. Ich denke, wir haben einen Konter gefahren gegen Verl, waren extrem schwer drin im Spiel. Die haben echt Druck gemacht und dann hatten wir den Konter kurz vor der Halbzeit. Somi flankt von außen rein und ich weiß gar nicht wie, nimm einfach steig hoch und nimm das Ding Volley und der geht rein. Unfassbar schöner Moment. War das dann einfach Instinkt oder ist das so drin? Ja, es ist einfach so passiert. Also Somi sagt immer wieder, es war so eine gute Flanke, dass sie noch den Fuß hinhalten musste. So ungefähr war es auch. Sehr bescheiden, sehr bescheiden. Die Dynamo-Fans haben ja deinen Treffer A schon im Voting 2 zum Dynamo-Tor gewählt und jetzt auch im finalen Voting zum Dynamo-Tor der Saison präsentiert von Job Medica. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Was bedeutet dir das? Ja, es ist eine Ehre für mich. Also es ist was extrem Besonderes. Da das Tor des Jahres gemacht zu haben, freut mich extrem. Und eine Ehre für mich, dass die Dynamo-Fans mich da noch gewählt haben. Und es ist ein super Abschluss. Genau, du sagst schon Abschluss. Was bleibt denn über dieses Tor hinaus bei dir hängen nach einem Jahr bei Dynamo in Dresden? Ja, nur Positives. Also, dass wir es mit dem Aufstieg und der Meisterschaft gekrönt haben, ist unfassbar für alle, für die Fans, für uns Spieler, für alle, die im Verein sind. Ich denke, es haben sich auch alle verdient. Und bei mir bleibt nur Positives hängen. Leider konnte ich nicht vor ausverkauftem Haus mal im Stadion spielen. Das wäre auch nochmal richtig cool gewesen. Aber trotzdem haben wir ja Unterstützung von den Fans mitbekommen und gespürt. Und also es bleibt nur Positives hängen. Das können wir auf jeden Fall nur so zurückgeben im Namen des gesamten Vereins. Da bleibt auch von unserer Seite, wenn wir an dich denken, nur Positives hängen. Und vielleicht kommt es dann ja auch schon zum Wiedersehen am 17. Juli in der Alten Försterei beim Testspiel. Das ist die Generalprobe von Dynamo vorm Zweitligastart und ein Testspiel von Union im Rahmen der Vorbereitung. Freust du dich da schon drauf? Ja, klar. Ich freue mich, die Jungs zu sehen und alle zu begrüßen und ich freue mich drauf. Jule, wir uns auch. Hab noch eine gute Zeit, lass es dir gut gehen und dann bis zum 17. Juli in der Alten Försterei. Euch auch alles Gute, Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.